Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen News-Video von Last Epoch. Wir haben die Beta 0,7,6 und das erste ist hier das Idol-System. Das sind sozusagen die Charms aus Diablo 2, also man kann hier Sachen einfügen und bekommt dann Bonis. Einfach diese Idole kann man nur hier rein tun und dann bekommt ihr noch extra Bonis. Also ich habe gesehen, dass es zum Beispiel Necromantic Damage für den Leash gibt und auch für die Minions, wahrscheinlich für diesen Bild mit den Beastmaster. Und ich lese mal jetzt einfach alles ein bisschen durch. Also ja, das Idol-System ist ein System, um ein bisschen die Charakterkontrolle zu verbessern. Die Idole haben alle einen klassentypischen Hintergrund, also sie werden relativ immer zu einer Klasse passen. Also ihr werdet wahrscheinlich viele finden und nur die wenigsten sind dann für eure Klassen oder so. Hier gibt es 4x4 Slots. Dann sie können von 1x1, also nur ein Slot, bis zu 4x1 gehen. Also 4x4, 3x3 gibt es scheinbar nicht. 2x2 gibt es noch. Okay. Und sie haben einen Präfix und einen Suffix. Und es kann nicht draufgekräftet werden. Okay. So, im Kampf wurde ein bisschen das Movement und was gemacht wird, wenn man immer einen Skill spammt oder so, dass man nicht immer wieder dorthin läuft. Aha, dass man das verändern kann. Also wenn man hier draufklickt, genau. Also ich möchte jetzt das Summoner nicht angreifen. Dann wähle ich eigentlich das Mittlere. Dann kann ich eigentlich noch Kisten und so kaputt machen. Also Fässer. Und sonst kann ich auch Move Only noch machen. Und ich kann einfach Gegner noch angreifen mit der linken Maustaste, aber ich wähle das Mittlere, weil ich ja nicht unbedingt so viel angreifen müsste. Nämlich das Mittlere. So, dann haben wir, jetzt können wir im Kampf auch durch die Minions laufen. Also die gehen jetzt auch weg, wenn man nicht im Kampf ist. Ich habe jetzt einen Wolf weniger, weil ich wahrscheinlich nicht geskillt bin. Ja, es wurde alles resettet, scheinbar. Okay, das ist klar. Das ist etwas, das einfach gemacht wird, damit man natürlich nicht irgendwie andere hat. Und der Beastmaster hat viel mehr Nutz bekommen, seh ich gerade. Also echt genial. Ich werde einen neuen Charakter starten. Ich habe irgendwie Interesse gefunden an Icedons. Ich werde vielleicht einen Icedons-Charakter machen in einem Livestream. Werde ich wahrscheinlich täglich livestreamen. Und, ja. Hier sind jetzt nicht so wichtige. Also ihr könnt alles in dem Link unten in der Videobeschreibung ansehen. Ich werde einfach noch das Wichtigste zeigen. Jetzt kann man beim Händler Sachen wieder zurückkaufen. Also wenn man jetzt irgendwas verkauft hat. Ja, das ist jetzt nicht so wichtig ist. Also ich kaufe jetzt mal etwas. So. Und dann verkaufe ich es wieder. Muss man die Notes, die Steuerung wieder finden. So. Dann kann ich das wieder zurückkaufen. Also es bleibt hier und scheinbar geht immer das Letzte. Also das Erste, das ihr verkauft habt, wenn es voll ist, geht dann wieder weg, scheinbar. Okay. Eine Goldfee beim Gambler. Der Gambler, ist das der Gambler? These items might be your Ja. best bet. Also wenn ihr jetzt hier, verstehe ich das richtig? Eine Goldfee. Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Eben, es ist für mich auch natürlich blind. Euch nur den Patch sozusagen. Keine Ahnung. Der Patch ist echt groß gewesen, also ihr braucht lange, um es runterladen zu können. Ich glaube 11 GB bei Steam. Aber das gibt's ja auch nur auf Steam. Also eine Goldfee kann man kaufen. Aber wo kann man das kaufen und wie sieht die aus?
Keine Ahnung. Vielleicht das hier, einfach Refresh. Also die Kampagne wurde verkürzt, oder ja. Zählt einfach direkt zu der Ruined Era an die Ulatri Cliffs und dann in die Imperial Area Era. Okay. Und the layout of Last Refuge Outskirts. Das sind die Außengebiete von Last Refuge. Last Refuge ist ja die erste Stadt, glaube ich. Aha, die wurden einfach überarbeitet. Okay. Mehr Dekorationen, besseres Design und so. Das Archiv und Upper District. Im Endgame gibt es 5 neue Monolith-Mods. Also wenn ihr hier einen Mod habt, hier im Endgame gibt es dann auch Dornen. Das ist nicht so gut. Armor Shred Chance, das ist auch nicht so gut. Glancing Blow Chance, Health und Crit Avoidance, das ist so ziemlich nicht so schlimm, hoffentlich. Und Gegner sind tödlich, wenn sie nicht gedamaged werden, also Schaden bekommen. Das ist auch nicht so gut. Naja, die wollen dann das Spiel halt einfach schwer machen. Es ist momentan nicht so schwer. Eher wenn man dann wirklich ja, Item-Probleme bekommt und nicht craftet wie ich. Ich bin absolut nicht so gerne ein Crafter. Ich komme einfach noch nicht so gut draus. Muss mir jemand helfen in den Livestreams oder so. Ja, ja. Und es gibt 3 neue Arena-Zonen. Die haben alle eine neue Mechanik. Das ist interessant. Und ja, die Scaling-Speed ist viel höher. Also die Gegner werden viel schneller stärker. Um 10% stärker. Okay. Und ja, die hohen Wellen, Arena-Wellen, geben weniger XP. Also sehr, wenig. Wenig reduziert, okay. Ja, und Twin und Fracturing Monster Mods, die werden, gehen weg. Also die sind weg von der Arena. Die gibt es dann dort nicht mehr, okay. Also die Gegner werden zäher in Relation zu den höheren Levels in der Erhöhung auch vom Leben. Also wenn die Gegner viel Leben haben, werden sie auch zäher, okay. Naja, ich hoffe einfach, dass ich dann nicht wieder immer Damage-Probleme habe, weil ich mich defensiv Skele und so. Ja, ich glaube, das wird schon recht schwer, Level 100 zu werden und so. Weil die Gegner einfach dann viel zu stark sind. Also was ich hier gesehen habe, ist der Beastmaster sehr überarbeitet wird. Arcane Ascendance ist ein neuer Skill, den man, es ist ein Buff, der einfach den Schaden vom Zauber erhöht, also von den Zauber. Und ja, der Spieler kann da nicht sich bewegen und verliert Mana. Es saugt Mana weg sozusagen. So, also es gibt die verschiedenen Aspekte hier im Skilltree. Passives. Hier diese verschiedenen Aspekte, Wings. Und ich sehe jetzt gerade die anderen nicht. Call of the Pack. Das verstehe ich nicht genau, wo die Aspekte sind. Ah, jetzt ist auch off. Ah ja, genau, weil ich ja die Dinge schon gewählt habe. Aber hier wurde jetzt nicht so viel geändert. Ich will ja Schamanen spielen jetzt. Als neues. Einfach nicht auf Totems. Okay. Der Druide bekommt Reborn, Rootborn Wrath mit flachem physischen Schaden. Und Ticket Blades ist
Okay, dass man einfach eine Chance hat, Ticket Blades auszulösen. Der Necromancer bekommt erhöhten Minion Physical Damage und ja, dass sie erhöhten Schaden im Melee und in den Bogenattacken, also Nahkampf und Fernkampf, mehr Schaden, physischen Schaden machen. Okay. Der Paladin, der bekommt einfach Glancing Blow Chance, wenn er schlägt. Ja, das ist jetzt weniger groß. Das Crafting Window, also der Kraftbildschirm, der wird verändert, überarbeitet. Man kann jetzt besser lesen, dass ob es jetzt kaputt geht, also dass, ob die Chance gut ist oder schlecht ist. Und es kommt ein Flyout-Menü für die verschiedenen Skill-Modifier. Das ist interessant, weil das hat mich immer gestört. Aha, jetzt im Inventar kann man jetzt mit einem Item in der Hand. Ja, hier auch switchen. Das ist überhaupt, das mache ich nie. Ein Item gehört nicht in die Hand, wenn man irgendwas machen muss. Es gehört ins Inventar oder so. Okay, wenn man ein Item daneben klickt. Das muss ich nochmal lesen. Wenn man jetzt hier droppt. Ah, geht es wieder zurück. Ah, so ist es gemeint. Ich dachte hier drüber. Aber wenn man jetzt hier auf ein Item klickt mit einem Item in der Hand, dann geht es einfach wieder zurück. Das ist sehr gut. Das sind die anderen Sachen, sind jetzt nicht unbedingt so wichtig. Wenn ich irgendwas vergessen habe oder ihr gerne wissen wollt, ab in die Kommentare. Und ja, Glancing Blow wurde wahrscheinlich sehr genervt. Es wurden zwei Präfixe entfernt, also Doppelpräfixe wurden entfernt von Glancing Blow, das war scheinbar möglich. Und es wurde ein Suffix Glancing Blow gebracht. Und ein Set von Glancing Blow Präfix. Und wenn sie es entfernt haben, wieso machen sie es wieder rein? Hä? Verstehe ich nicht. Man bekommt jetzt Worn Boots am Anfang als neuer Charakter. Und es droppt nicht. Hä? Also einfach, dass man die Items nicht wegbekommt, aber drin sind einfach und dann ersetzt werden oder so. Keine Ahnung. Shrine Boots, neue Schuhe. Okay. Die einfach weniger Armor, also Rüstung haben. Oder wenig Armor, Rüstung haben und ja, Bewegungsgeschwindigkeit. Verstehe ich nicht, wieso sie jetzt nochmal eine hinzugefügt haben, ohne irgendwie einen Sinn. Dann gibt es drei neue Uniques: ein Belt, der Scavenger, einen Unique-Katalyst, Ignivars Head und ein Unique-Staff, endlich. Plaguebearer-Staff. Plaguebearer wird wahrscheinlich der Bär betreffen, der Werber. Also Frenzy-Toten wurde ja verstärkt scheinbar. Hungrige Seen, das möchte ich unbedingt spielen. Habe ich schon mal angespielt, aber das war viel zu schwach. Glaube ich. Und es wurde einfach Schaden erhöht und die Geister tun dann eventuell mehr. Ja, pro Geist einfach mehr Schaden. Ich verstehe das jetzt auch nicht so ganz.
Aha, dass man einfach Spell Damage bekommt, dass doch Spell Damage endlich hochgeht und sie nicht mehr Minions sind scheinbar. Gut, dann als nächstes Maelstrom wird genervt. Vom Schaden her 17%. Ist jetzt nicht so wild. Aber der hat mir ja immer schon zu wenig Schaden gemacht. Ja, okay. Mit diesem Charakter, mit diesem Bild natürlich macht er nicht viel Schaden. Sacrifice ist genervt worden. Naja, eigentlich nicht. Ja, einfach, dass die Blutwraiths nicht mehr. Also einfach viel mehr von Mana kosten. Okay. Serpent Strike? Verstehe ich auch nicht. Die schreiben so komisches Englisch, dass ich als Schweizer, wo ich nicht so gut Englisch kann, das nicht so verstehen tue. Es geht einfach mit Plague Schaden, also Plagnis. Es ist Plag. Ja, Plagnis, so etwas. Braucht nur noch 4 Punkte oder braucht 4 Punkte jetzt. Plag kann nicht mehr stacken, also nicht mehr mehrere Plagen dazu haben. Snap Freeze, das habe ich auch noch nie verwendet, das ist irgendwie so ein bisschen langsam. Und das tut, Frozen Monolith tut mich 2 Sekunden friesen ab jetzt. Ich verstehe, das muss ich einfach anschauen, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, Sigils of Hope, das kenne ich überhaupt nicht. Soul Feast, ja, das ist jetzt auch eher so Gift, toxisch. Einfach Anpassungen, die jetzt nicht so leicht zu erklären sind. Der Sturmtoten, dass man einfach mehr Sturmtoten spawnen kann mit einem Thunder-Totem-Not. Okay. Der Wolf wurde verbessert. Das muss ich mir anschauen. Das schauen wir mal kurz hier an. Skills, Wolf. Da wurde viel geändert. Also hier war ja so ein Bogen da unten durch. Die sind noch geblieben, aber die wird neu hier entfernt. Also sonst geht man eigentlich meistens hier durch. Brauchen wir nicht. Chase-Chance wahrscheinlich. Also hier oben durch. Oder hier unten durch. Der defensivere Weg. Wurde aber auch wahrscheinlich ein bisschen gebalanced. Hole wird jetzt verstärkt. Okay. Das ist eigentlich wichtig. Ja, und Lieb ist jetzt viel besser erreichbar, dass sie springen. Aha, ja, das müssen wir auch nehmen. Das ist klar. Das muss wahrscheinlich jeder nehmen, weil Wölfe, je mehr Wölfe, desto besser. Und dann tun sie andere Minions auch nicht mehr plagen. Ich habe die Blutchance. Ah, hier ist Blutchance. Die Blutchancen-Sachen sind sehr stark beim Wolf und beim Raptor. Also ich habe hier auch Blutchancen geskillt und die machen extrem Damage. Und hier Crit. So, dann haben wir Summon Wraith. Ist jetzt 40% stärker, aber 29% langsamer. Und das mag ich nicht so. Noch langsamer. Ja, die sind schon mir viel zu langsam und das mag ich jetzt nicht so. Transplantation. The Transplant. Dass man, wenn man kein Mana mehr hat, mehr Schaden macht. Interessant. So Builds, die einfach weiter attackieren können, wenn man kein Mana hat und so, ja, dafür leben, oder? Was ich gut finde, Vulkanik Orb. Einfach mal eine Sekunde weniger von 4 auf 3. Oh.
Also so langsam möchte ich wirklich so einen Orb, Frozen Orb machen oder Pfand Orb, wenn es geht. So. Warpuff wurde verbessert oder so. Ja, das ist jetzt auch nicht so gut. Das ist eher Nerf. Okay. Die Rüstungspenetration ist verstärkt worden von Warforge. Zweihandreichweite. Ein deutsches Wort im Skilltree. Jo, jetzt gibt es neue Lichteffekte. Die Performance von Ambient Occlusion wurde erhöht. Die Pets sind jetzt schneller am Spiel angepasst und so. Und wenn sie weit weg sind, werden sie teleportiert. Ja, ich habe noch nichts gekauft. Muss mir wahrscheinlich jetzt mal etwas kaufen, weil das Spiel hat so Potenzial, dass man etwas kaufen will, oder? Und deshalb, ja. Die Performance von Feuerball, Gletscher und Hungrige Seelen und Ice-Barrage wurde erhöht. Also Fireball, Glacier, Hungry Souls and Ice-Barrage. Und die Ephemeral Stance, Juggernaut Stance und Revenging Aura wurde visuell überarbeitet. Dann war das alles. Ah, Bugfixes natürlich noch. In einem zweiten Post. Und ja, dann haben wir eigentlich alles. Also. Sonst kommen eigentlich nur noch Zonen. Also auch nur Patch. Bugfixes. Ja. Dann hätten wir alles. Und ja. Das erste Feedback ist eigentlich ziemlich gut. Und ich hoffe, ich habe auch ein gutes Feedback, weil die haben so Talent, einfach das Spiel zu verbessern. Die haben so viel gefixt, so viele Probleme weggemacht und dazu noch verstärkt alles. Also unglaublich, wie gut die Entwickler sind für so ein kleines Entwicklerstudio. Für ein Unity-basierendes Spiel, einfach mega schöne Grafik und ja, einfach halt, soll ich sagen, die Grafik könnte noch ein bisschen schärfer sein. Also man sieht überall halt noch ein bisschen, das ist echt, ja, es ist einfach der Style halt auch. Aber ja, vielleicht das Anti-Aliasing mal ein bisschen, ja, ich muss das hinzufügen, stimmt. Das geht, glaube ich, schon. Ja, ich habe FXAA und trotzdem, grafisch kann halt noch viel gemacht werden am Spiel. Aber gut, es ist trotzdem schön. Also ich mag den Style einfach. Vor allem die Dunkelheit und so. Ist sehr toll. Gut, also dann werde ich jeden Tag streamen, Last Epoch. Ich denke so einfach später, so um 10 Uhr abends oder am Morgen. Und wünsche euch auch viel Spaß mit dem Game. Und ja, Freude mit den neuen Builds und so Sachen. Oder ja, einfach zuschauen, wenn ihr das Spiel nicht habt oder auch nicht kaufen wollt oder so, dürft ihr gerne meine Videos auf twitch.tv/TragoBasel also meine Livestreams anschauen oder auf YouTube hier. Auf dem Kanal kommen sie immer ein paar Tage verspätet dann auch drauf, gell? Also, danke für die Interesse und ja, ich mache jetzt weiterhin immer die Patchnotes, nur die kleinen mache ich eventuell noch nicht so dringend. Aber wenn ihr wollt, dann kann ich die auch machen. Tschüss.